So, ich habe mir das alles jetzt mal so ein bisschen hier zusammengelegt und wir beginnen jetzt erstmal hier mit der Styroporsonde. Und zwar wollen wir ja die Kamera hier einbauen in die Styroporsonde. Und ja, wir haben es eigentlich ganz gerne, wenn die Kamera einfach so auf den Horizont zeigt. Ja, also das ist ja hier so, sind ja die vier Seiten. Und ich nehme jetzt einfach mal hier die Seite und baue die Kamera ein. Und um die Größe so ein bisschen abzuschätzen, zeichne ich jetzt einfach hier mal mit so einem Filzstift drumherum. So ganz grob. Muss auch ein bisschen Platz um die Kamera drumherum sein, dass die Kamera nicht überhitzt, also nicht zu gut eingebaut ist sozusagen. So, und ein bisschen Platz lassen, wo das Battery Pack hinterher angeschlossen wird, ne, weil ja hier so das Kabel rankommt. Das ist ja alles in der Wand, sitzt die Kamera. Ne, und jetzt nehme ich mir einfach so das Cuttermesser und schneide hier einfach mal so ein bisschen aus. So, jetzt haben wir hier das Loch und jetzt ist es eigentlich, ja, so, jetzt haben wir hier schon mal so ein Fenster drin, damit die Kamera dann später hier so in der Wand sitzen kann. Und damit die Kamera nicht nach vorne rausfällt, brauchen wir natürlich hier noch so eine Blende, die kommt dann hier vor. Und dann schneiden wir da noch so ein Loch rein, dass die Kamera dann da durchgucken kann. So, das machen wir jetzt im Prinzip erstmal als nächstes. Die Sonne stelle ich jetzt hier hin. Jetzt zeichne ich mir das einfach hier mal so ein bisschen ein. So, das ist ungefähr hier. Das Loch ist für die GoPro. Und jetzt nehme ich einfach mal hier das Cuttermesser und schneide hier jetzt einfach mal so ein bisschen rein. Das ist manchmal so ein bisschen Fummelarbeit, je nachdem, ob es jetzt eine eckige oder runde Linse ist. Bei einer runden geht es für gewöhnlich besser. Und wir machen das jetzt hier auch so ein bisschen im Schnelldurchgang. Also die Linse passt jetzt hier von der Kamera gut rein. Und damit hier sich jetzt nichts löst von der Pappe, umkleben wir das Ganze einfach mal hier mit dem Gaffer-Tape, sodass da auch wirklich nichts vor die Linse geraten kann. Jetzt habe ich das hier schon mal eingebaut. Die Kamera passt auch noch perfekt sogar hier rein, so, und hält, ne? Also zack. Befestigt man natürlich hinten mit Panzertape am Ende noch, wenn man die Sonne startklar macht. Aber an sich funktioniert das. Und das Ganze kleben wir jetzt hier einfach so rein. Befestigen das nochmal mit Panzertape. Das mache ich jetzt mal als nächstes. Und das Panzerband nutzen wir auch deswegen, weil es natürlich auch wasserabweisend ist und spritzgeschützt ist. So, zack. So. Zack, das kleben wir da nochmal ein. Streifen drüber, dass es ein bisschen schöner aussieht. So, und jetzt haben wir hier das Kameraloch schon eingebaut. Ja? Setzen wir mal die Kamera einmal ein. Sitzt die Kamera jetzt hier drin. So. Und das Ganze wird dann, wie gesagt, kurz vor dem Start nochmal von hinten befestigt mit Panzertape, dass da die Kamera auch nicht rausfallen kann. Da die Sonde ja an einer einzelnen Schnur dann in Richtung Fallschirm bzw. Wetterballon mit verbunden ist, kann sich die Sonde natürlich drehen. Und um diese Drehbewegung so ein bisschen zu minimieren, haben wir uns so zwei Styroporflügel ausgedacht. Und diese Styroporflügel sollen im Prinzip so eine Art mechanischer Bildstabilisator sein. Und die werden im Prinzip rechts und links möglichst parallel zueinander, ohne dass die jetzt irgendwie so angeordnet werden und sich dann so aufschrauben können, hier angebracht mit diesen zwei Holzstäbchen. Und wenn die Sonde dann vom Wind erfasst wird, da oben sind ja ganz andere Windgeschwindigkeiten als hier bei uns auf dem Boden, dann wird die Sonde quasi so vom Wind mitgetragen und dreht sich weniger. Das ist der Sinn hinter diesen Flügeln an der Seite. Und ich gehe jetzt einfach mal hin, so groß ist der Stab. Und baue die jetzt einfach mal mittig ein. Dazu nehme ich jetzt einfach hier so einen Schraubendreher und drücke das hier mal schön mittig rein. Zack. Ja, also wie gesagt, ich mache das jetzt hier so ein bisschen im Schnelldurchgang. Ihr solltet dann bei eurer Sonde euch wirklich Zeit nehmen und alles ganz genau ausprobieren, ob das alles so passt und so weiter. So, und jetzt nehme ich hier diese Spieße und drücke die jetzt hier einfach nur so durch. Zack. Und jetzt werden hier die Flügel quasi so dran geklebt und schaue, dass die Flügel hier auch sicher dran sitzen. So, und jetzt haben wir im Prinzip hier unsere Sonde schon mal so weit fertig, dass wir hier die zwei Flügel dran geklebt haben.
So sieht es dann von hinten aus. Im Prinzip so ein kleiner Satellit. Die Box wird natürlich hinterher mit dem Fallschirm und der Spezialschnur verknotet. Die Schnur wird im Prinzip im Deckel befestigt, weil wir müssen ja kurz bevor die Sonde gestartet wird, das ganze Equipment und so weiter noch einbauen. Und deswegen bereiten wir jetzt schon mal den Deckel vor, um die Verbindung zum Fallschirm herzustellen. Ich drücke jetzt einfach mal hier mit dem Schraubenzieher auch nochmal so 4 Löcher rein. Mach die jetzt mal hier so ein bisschen größer. So. Und hier auch nochmal. So, jetzt haben wir hier die Spezialschnur. Und die führe ich jetzt einfach mal von hier oben so durch. Ich hoffe, dass das jetzt so einfach klappt. Zack. Nehme jetzt einfach mal hier so eine Armlänge und trenne das Ganze durch. So. Und die gleiche Schnur kommt dann hier oben wieder raus. Zack. Und jetzt hat man hier schon mal 2 Schnüre auf der Seite. Und genau das gleiche machen wir jetzt mit den Löchern auf dieser Seite. So, jetzt habe ich die Schnur hier auch durchgefummelt. Und jetzt haben wir insgesamt auf dieser Seite 4 Schnüre. Und damit diese Schnüre sich hier nicht in das Styropor einschneiden, gehen wir jetzt nochmal hin mit dem Panzertape und kleben hier so ein bisschen was drum, dass ich das nicht so einreißen kann. Wir nutzen ja neben diesem GPS-Tracker hier, diesem TK-Gerät, was mit dem Mobilfunknetz funktioniert, immer noch ein zweites System, Backup-System, und zwar den Spot-GPS-Tracker. Dieser Spot-Tracker funktioniert unabhängig vom Mobilfunknetz und kommuniziert direkt mit den GPS-Satelliten und funktioniert auch, falls die Sonde mal im Meer landen sollte oder ihr die Mission auf Mount Everest machen wollt. Und dieser Spot-Tracker braucht immer so ein bisschen Sichtkontakt und hat hier so eine Halterung, da kann da reingeklippt werden. Und diese Halterung, da sind auch Löcher drin und da bringen wir jetzt einfach mal so ein paar Fäden an und das fixieren wir jetzt einfach hier mal so mittig auf der Box. Ich mache jetzt einfach hier mal so ein Loch rein, zack, mache die Löcher dann noch ein bisschen größer, so, nehme mir dann wieder so ein bisschen Schnur, um das Ganze dann festzumachen. Hier einmal durch. Hier einmal durch. Und das Ganze führen wir dann natürlich auch wieder hier durch die Sonde. Und dann können wir das hier auf der Rückseite entsprechend verknoten. Zack. Können wir noch ein bisschen Panzertape diese Verschalung fixieren. So, und von innen dichten wir jetzt einfach nochmal hier so Panzertape-Streifen die Löcher ab. Das schneide ich nochmal einmal ab hier. Zack. So, ist das hier von innen dicht. Hier klebt das Gerät drauf. Den packe ich jetzt mal einfach hier oben drauf. Könnt ihr dann auch nochmal mit Panzertape rechts und links fixieren. Ich lasse das jetzt einmal so. Wir verkleben jetzt hier auch nochmal diese Löcher. So, und damit ist der Deckel dann komplett fertig. Und in Deutschland ist vorgeschrieben, dass auf der Sonde auch die Kontaktinformationen stehen müssen. Und wir haben einfach so einen Zettel, Achtung, ungefährliches Wetterexperiment, bitte melden Sie schnellstmöglich unter. Und dann haben wir hier so eine Handynummer draufstehen, die wir jetzt abgeklebt haben. Und wir haben das Schild auch einlaminiert vorher, muss man nicht unbedingt machen. Man kann es auch in eine, eine Klarsichtfolie tun oder so. Machen das halt nur, falls man mal irgendwie durch eine Wolke fliegt oder so, und falls es dann irgendwie nass wird, dann quillt es nicht auf und ist gut geschützt und auch bei der Landung noch lesbar. Und damit haben wir die Sonde im Prinzip soweit fertig. Hier haben wir die Kontaktinformationen, die beiden Flügel sind dran, das Kameraloch ist da. Ja, drinnen gucken jetzt die beiden Stäbe so durch. Und ja, dann können wir jetzt eigentlich hingehen und die Kamera hier verbinden mit dem Battery Pack. Ja, kann man hier hinten aufschrauben, einfach die Batterien einsetzen. Das mache ich jetzt, lasse ich jetzt mal, und kann die Kamera hiermit verbinden und dann einsetzen. Die Kamera sitzt jetzt drin. Ich fixiere die jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen. So. Also da muss man sich natürlich ein bisschen mehr Zeit für nehmen, dass die Kamera auch wirklich gut sitzt und dass auf jeden Fall auch genug Platz ist, dass die Kamera nicht komplett in dem Styropor verschlossen ist, weil es auch sein kann, dass die Kamera tatsächlich überhitzt, obwohl es so kalt wird, weil gerade am Start dauert das ja alles immer ein bisschen, gerade im Sommer ist es ja nicht gerade kalt,
Und wenn man den Deckel dann schon mal verschließt und die Kamera so wirklich gut eingepackt ist, dass die dann durchaus überhitzt und ausgehen kann. Also das passiert durchaus. Deswegen immer genug Platz drumherum schneiden, gerade hier wegen dem Battery Pack, was noch angeschlossen werden muss. Und die Kamera so spät wie möglich einschalten und natürlich darauf achten, dass SD-Karte eingelegt ist und so weiter. Man kann ja auch hier den Datenlogger noch mit einbauen. Das ist ja unser Messgerät, was Temperatur, Luftdruck und GPS-Position bis 50.000 Meter aufzeichnet, alle 2 Sekunden. Hier steckt man dann diese 9-Volt-Batterie dran, dass der Strom hat, und dann muss man im Prinzip nur einschalten und dann läuft der. Und das hier ist der Fühler, da sind die ganzen Sensoren drauf angebaut, und dieser Fühler muss nach außen. Am besten irgendwie unterhalb der Sonde, ne, damit der nicht so direkt vom Sonnenlicht angestrahlt wird. Und das Herzstück hier, der eigentliche Computer, sage ich mal, der eigentliche Datenlogger, muss im Inneren der Sonde verbaut werden. Und da der ja auch die GPS-Position aufzeichnet, hat er auch ein GPS-Modul und eine GPS-Antenne. Das ist diese hier. Und diese GPS-Antenne sollte möglichst waagerecht eingebaut sein, also dass man den Datenlogger im Inneren irgendwie so fixiert. Das nur als kleiner Hinweis. Und dann haben wir hier nochmal das Herzstück, den TK-Tracker, der wie gesagt sehr zuverlässig ist, mit dem Mobilfunknetz funktioniert. Das hier oben ist seine GPS-Antenne, und dieser GPS-Tracker übermittelt seine Positionsdaten über das Handynetz. Also hier ist eine handelsübliche SIM-Karte eingebaut. Wir nutzen in der Regel das D1-Netz. In Deutschland ist das am besten ausgebaute Netz. Man kann auch noch einen zweiten mit einbauen, mit einem D2-Netz, falls ein Netz nicht vorhanden ist. Wie auch immer, kann ja immer mal sein, dass man im Funkloch landet. Man kann auch einen GPS-Tracker mit der Antenne nach oben hin eingerichtet einbauen und einen noch nach unten, weil man ja nicht weiß, wie rum die Sonde landet oder wie sie liegen bleibt. Ne? Oder halt, wie gesagt, ein TK und ein Spot oder halt nur diesen GPS-Tracker. Das kann man machen, wie man möchte. Wie gesagt, wir beide nutzen immer beide Systeme, dass man halt für einen Notfall noch ein Backup hat. Also es kann immer mal was ausfallen. Das ist bei diesem Projekt einfach so, weil es ja wirklich unter extremen Bedingungen durchgeführt wird. Also der Akku wird einfach hier hinten eingelegt, dann läuft das Gerät. Ne? Und befestigt wird das Ganze hier einfach mit so einem Tape-Streifen im Inneren. Den klebe ich jetzt einfach mal an eine Wand. Das Battery Pack nehme ich mal raus für die Übersicht. So. Und dann ist das hier im Prinzip so an der Wand fixiert. Und dann zündet der GPS-Tracker und übermittelt seine Positionsdaten, wenn man das Gerät anruft mit dem Handy. Wenn jetzt alles Battery Pack und so weiter, GPS-Tracker, müssen natürlich vorher getestet sein und so weiter. Kameras muss überprüft werden. Also wirklich alles 3, 4, 5 Mal überprüfen. Auch gerne mit mehreren Leuten, so 4-Augen-Prinzip, dass auch wirklich kein Fehler entsteht, weil öfters mal vergessen wird, die SD-Karte einzulegen oder die Kamera wird gar nicht erst eingeschaltet. Das sind tatsächlich Fehler, die oft gemacht werden. Und deswegen schadet es nicht, sich auch so eine kleine Checkliste zu erstellen oder bei uns runterzuladen, damit man halt wirklich keine Flüchtigkeitsfehler macht. Wenn dann alles aktiviert ist und man sich wirklich sicher ist, dass alles funktioniert, nimmt man eigentlich den Deckel und drückt den hier oben so drauf. Zack. Und das Ganze muss dann natürlich auch verschlossen werden mit Panzertape. Am besten ist, wenn man sich da noch einen Helfer mit zuholt, der das dann so ein bisschen hält, dass da halt auch wirklich keine Kälte eindringen kann. So, klebt das jetzt mal einfach hier so ein bisschen zu. Nehmen wir jetzt einfach mal das Panzertape und kleben auch noch mal einmal hier so drum, am besten zweimal, dass da halt auch wirklich nichts schief gehen kann und auch alles hält. So, mache ich jetzt einmal hier. Hier habe ich jetzt alles drumherum geklebt. Das Ganze mache ich jetzt auch noch mal auf der anderen Seite. Zack, also wie gesagt, am besten so ein paar helfende Hände mit bei diesem Projekt gut. So, und damit ist die Sonde jetzt eigentlich soweit verschlossen. Und um jetzt die Verbindung zum Fallschirm herzustellen, nehme ich jetzt wieder die Spezialschnur und verknote das hier unten entsprechend. Und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, immer einige Knoten reinmachen, dass es auch wirklich hält. Und jetzt hat man hier die Verbindung nach oben in Richtung Fallschirm. In Deutschland gibt es halt die Regel, dass diese Reißfestigkeit bei 230 Newton liegen muss. Diese Schnur liegt da ganz knapp drunter und kann für dieses Projekt offiziell verwendet werden. Hier wird jetzt die Verbindung zum Fallschirm hergestellt, und wie das geht, seht ihr in einem separaten Video.